Also als Kind bin ich dann immer mit meiner Mutter zur Baustelle und wollte unbedingt Bagger gucken. Ich war nervös, als ich das erste Mal hier war. Dachte mir so, ja, unter Männern und so, voll ungewohnt. Aber ich wurde eigentlich schnell auch aufgenommen dort. Für mich war alles neu, aber ich fand das auch alles spannend. Ich freue mich immer auf die Arbeit, weil ich weiß, dass die Kollegen, die sind immer gut drauf. Das ist halt für die Arbeitsmoral immer sehr gut. Also das macht mir immer Spaß, hier auch immer mit einem Lächeln zur Arbeit, hier auch immer mit einem Lächeln nach Hause. Ich mache das alles mit Liebe, Baggerfahren. Das ist ein Traum für mich. Also wir möchten die besten Auszubildenden haben, weil wir die stark machen wollen. Wir möchten, dass die sehr, sehr gut werden, dass die ihr Wissen weitergeben und das so gut wie möglich. Mein erstes Mal auf der Baustelle, ja, das war irgendwie ganz komisch. Das war irgendwie alles neu und ich hatte von gar nichts eine Ahnung. Und damals konnte ich auch keinen Bagger fahren, aber jetzt schon, weil ich das gelernt habe. Klar, es ist körperlich anstrengend, aber Frauen schaffen das auch. Das heißt oft mal, mach mal einfach und dann sitzt du auf einmal auf einer großen Maschine. Ich hätte nicht gedacht, dass ich direkt bei echten Projekten mitwirke. Ich dachte am Anfang, dass ich vielleicht nur irgendwie Probezeichnen mache oder so, aber ich wurde direkt schon ernst genommen und durfte direkt schon bei echten Projekten mitwirken. Hier so besonders, das sind auch die Leute. Es wird gut mit einem umgegangen, du bist überall herzlich aufgenommen. Das Besondere ist, dass mir persönlich viel geholfen wird, aber ich auch das, was ich schon weiß, auch weitergeben kann an den anderen, die noch nicht so viel wissen. Und dass wir alle zusammenhalten. Eine große Familie. Natürlich könnte ich mir das vorstellen, ein ganzes Leben zu machen. Das macht mir einfach viel zu viel Spaß. Man legt ja Rohre, sozusagen macht man auch was für die Gesellschaft. Mir gefällt es am besten, ja, dass man dreckig wird. Ne? Das ist so wie als kleiner Junge auch gerne im Sandkasten oder im Matsch gespielt und dann ist das jetzt halt nur für Erwachsene jetzt. Und man verdient sogar Geld dabei. Die Motivation ist, dass ich was schaffe. Oder er schaffe. Dass man sehen kann, was man gebaut hat. Dass man Spuren in der Zeit hinterlässt. So, man kann sehen, wo ich war. Und das ist schön. Man schafft ja jedes Mal irgendwas Einzigartiges und das fand ich schon ziemlich spannend einfach auch. Man hat immer neue Baustellen. Jede Baustelle hat natürlich auch das gewisse Etwas. Also das ist ein sehr schöner Beruf. Also ich könnte mir zum Beispiel nichts anderes vorstellen. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, auch wenn das jetzt blöde klingt, aber ich liebe wirklich meine Arbeit. Also ich stehe wirklich noch mit dem Grinsen auf und freue mich, wenn ich zur Arbeit fahren darf. Also ich war auch selbst stolz auf mich. Wo ich die Baustelle gesehen habe, war echt schön. Also man kann nur stolz sein auf sich selber.